Hallo zusammen, diese mega luftige Hefeteiringe sind fantastisch. Es ist schnell, nicht schwer und mega lecker. Probier das auf jeden Fall. In einer Schüssel lauwarmes Wasser, Trockenhefe, Zucker und 300 Gramm Mehl geben und alles mit Stabmixer gut verrühren. Dann 20 Minuten ruhen lassen, damit die Hefe aktiv werden kann. Danach Salz und restliche Mehl dazugeben und alles zu einem glatten Teig vermengen. Teig ist sehr weich und sehr klebrig. Die Schüssel mit einem Kuchentuch abgedeckt an einem warmen Ort stellen. Teig in 10 Stücke teilen und mit Händen Ringe formen. Für bessere Arbeit werden Hände mit Pflanzenöl eingerieben. Zum Braten brauchen wir eine Pfanne und Kochtopf zum Frittieren. Zuerst Heferinge bei schwacher Hitze nur eine Seite kurz anbraten. Und dann mit angebratener Seite 30 Sekunden im Öl frittieren und zum Schluss umdrehen. Danach Heferinge auf einem Küchenpapier abtropfen. Und das war's. Es ist mega lecker. Guten Appetit!